Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Es ist Donnerstag, der 30. September 2021 und ich freue mich total, an diesem sonnigen Nachmittag die Dr. Merit Streicher wieder begrüßen zu dürfen. Merit, meine Liebe, ich grüße dich aus Graz und wir gehen gleich in die erste Frage. Unser Thema ist heute die mobile Expertenkommission. Was versteht man darunter, liebe Merit, und wie setzt sie sich zusammen? Ja, zuerst einmal liebe Grüße zurück von Wien nach Graz. Freue mich immer mit dir ein Gespräch zu führen. Frage Nummer 1, was ist die mobile Expertenkommission? Sie ist mobil, das heißt beweglich und kommt an den Prüfungsstandort, das heißt dort, wo sich die Prüfer, der Prüfling aufhält. Nicht? Wir holen die Menschen dort ab, wo sie stehen. Mhm. Wie setzt sie sich zusammen? Aus der Bildungswissenschaftlerin, das ist die Vorsitzende, die darüber wacht, dass es in einem wohlmeinenden Ton, aber sehr wohl bildungsaffin abgeht. Einen Beisitz, das ist der Jurist und der jeweiligen Fachprüferin, die sozusagen durch das Prüfungsgeschehen die Talente, die in dem Kind verborgen sind, zutage fördert. Großartig. Und das natürlich ohne diese ganzen Zwangsmaßnahmen, frei, ja, befreit. Genau. Okay. Was ist das Ziel, ist meine nächste Frage. Und da möchte ich gerne den ersten Satz vorlesen, den du mir geschickt hast, liebe Merit. Dem Prüfling soll eine Plattform geboten werden, die es ermöglicht zu zeigen, was er bzw. sie kann. Weiters ist durch diese Expertenkommission ein bildungsaffiner und mitmenschlicher Zugang, der auch in den Grundrechten vorgesehen ist, gewährleistet. Genau. Das ist ein treffender. Ja? Wenn man das ein bisschen wohlmeinender formuliert, dann geht es eigentlich darum, dem Kind ist die Möglichkeit geboten, zu zeigen, was es kann. Und wir haben natürlich als Expertenkommission sämtliche Bildungs- und Prüfungslehrpläne der österreichischen Schulen im Auge. Das ist in unserer Haltung internalisiert. Dazu stehen wir auch. Wir bekennen uns auch dazu. Nur der Zugang ist eben der neue Weg. Das ist ein wunderschöner Zugang. Ich bin sehr froh, dass ihr das ins Leben gerufen habt, liebe Merit. Frage, wie viele Prüfungen sind pro Schuljahr für den Prüfling vorgesehen? Damit wir eben zu einer Einschätzung und zu einer Art Zeugnis kommen, gibt es eine Nachricht im Semester, das ist Ende Jänner. Mhm. Und die zweite über das ganze Jahr, eben eine Nachricht, ein Zeugnis, ist in der dritten Augustwoche. Okay. Und die Eltern, die sich jetzt für ihre Kinder und Jugendlichen interessieren, bei wem oder wo können sie sich für diese mobile Expertenkommission anmelden? Bei der Elisabeth Nenning, wenn du für die E-Mail-Adresse auch ein Tipp haben wir schon, dort anmelden, terminlich und dann rücken wir aus. Okay. Wie lange Vorlaufzeit braucht sie denn, Merit, in etwa? Dass man das nicht im letzten Augenblick macht. Ja, im letzten Augenblick soll man es nicht machen. Also man kann jetzt dann schon langsam so Mitte Oktober einmal beginnen, sich anzumelden. Aber irgendwie wirklich verbindlich anzumelden. Mhm. Und was auch vielleicht noch wichtig ist, diese Bescheinigung oder dieses Zeugnis trägt dann den Namen der Lerngruppe oder der Bildungseinrichtung, die ins Leben gerufen worden ist, damit die Kinder eine Bildung, wenn sie aus dem System genommen worden sind, weiter haben können. Ja, das ist schon wichtig. Mhm. Und es ist nicht irgendwie E-Mail, klick hier, klick da, einmal ja, einmal nein, weil das überfordert. Und eine überforderte Expertenkommission braucht niemand. Okay. Du hast ein Wort gesagt, Lerngruppen. Da fällt mir gleich was ein, was jetzt überall herumgeistert. Stichwort illegale Lerngruppen. Merit, was sagst du da dazu? Ich bin erbost. Lerngruppen, Bildungsgruppen, wie auch immer sie sich nennen, kann niemals illegal sein. Bildung ist niemals illegal. Und all diese Lerngruppen, Lerngemeinschaften, mit denen ich auch in Kontakt stehe, wo wir dann auch gerufen werden für die Expertenkommissionsprüfung,
die haben den bildungswissenschaftlichen und bildungsphilosophischen Zugang. Ja? Das ist die Zusammenfassung meines Studiums, ja? Als bildungsphilosophischen Zugang, und da ist nichts illegal. Und es gibt keine einzige Behörde, kein Polizist oder wie auch immer, der in eine Lerngruppe hineinschreitet und hier ein Illegalitätsstempelchen hier aufdruckt. Dann bitte müssen wir wirklich ausrufen. Und zwar in aller Vehemenz. Es gibt keine illegalen Lerngruppen. Punkt. Mary, ich danke dir vielmals. Möchtest du noch gerne ein Schlusswort sagen, bevor wir uns in den Nachmittag verabschieden und noch einmal aufrufen? Bitte nutzt diese Möglichkeit der mobilen Expertenkommission in ganz Österreich übrigens, nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich. Ein Schlusswort, liebe Merit. Bildung ist frei. Und es gilt für alle. Dafür stehe ich. Wo Streicher draufsteht, ist Streicher drinnen. Streicher drin. Genau. In diesem Sinne, ich danke dir vielmals für das Gespräch, liebe Merit. Wir sehen uns ganz, ganz bald wieder und euch alles Liebe. Bis bald. Bis bald.